Nehmen wir an, wir arbeiten jetzt bei der Polizei und wir haben hier eine Tabelle von Leuten, die zu schnell gefahren sind. Das war ihre Geschwindigkeit und das war die Zone. Und jetzt wollen wir mit Excel die Strafe, also die Strafgebühr und die Punkte ermitteln. Wir haben auch hier eine Straftabelle. Das ist die Differenz. Also das heißt, wenn ich jetzt 0 Differenzgeschwindigkeit, dann habe ich 0 Strafgebühr, 0 Punkte. Wenn ich 10 Kilometer zu schnell bin, muss ich 50 € zahlen, aber kriege keine Punkte. Bei 20 Kilometer zu schnell habe ich 90 € Strafgebühr und einen Punkt und so weiter. Wir wollen mit dieser Tabelle wollen wir die Strafgebühren und die Punkte für diese Leute ermitteln. Jetzt hier, das ist auch wieder so ein Fall ein klassischer Fall von S-Verweis. Und was der S-Verweis macht, er nimmt diese Geschwindigkeit, also quasi diese 75, guckt in der Tabelle, wo sie reinpasst. Also sorry, er nimmt nicht die 75, sondern die Differenz. Also 75 minus 70, das sind also 5, der ist 5 Kilometer zu schnell gefahren. Und das heißt, die S-Verweis nimmt dann diese 5 Kilometer, sucht dann, wo passt die 5 Kilometer? Ah ja, die passt zwischen 0 und 10. Und das heißt, bei 5 Kilometer hat der muss der keine Strafgebühr zahlen und auch hat auch keine Punkte. Ja, beim nächsten Fall zum Beispiel, der fährt 93,16 in einer 50er-Zone. Das heißt, hier ist eine Differenz von ca. 43 Kilometer. Und dann geht der S-Verweis rüber in dieser Tabelle und hier 43 liegt zwischen 40 und 50. Also das heißt, dieser Fahrer würde dann 160 € zahlen und kriegt dann 2 Punkte. Deshalb ist es eigentlich eine Art Nachschlagwerk. Er nimmt diese Differenz hier und sucht dann in dieser Straftabelle nach der entsprechenden Strafgebühr oder Punkte. Wir werden es jetzt mal machen bei dem ersten. Und zwar, wir können es mit dem Assistent machen. S-Verweis ist mit der Funktionsassistent, könnte man aufrufen. S-Verweis. So, jetzt das Suchkriterium ist was. Wir sehen hier, ich gehe mal kurz wieder raus, wir sehen hier in der Straftabelle, ausschlaggebend ist die Differenz, also um wie viel Kilometer zu schnell bin ich gefahren. Und das heißt, wenn ich jetzt hier mit dem S-Verweis arbeite, ist das Suchkriterium die Differenz. Das heißt, ich habe aber hier keine Differenz. Das heißt, ich muss hier die Formel gleich reingeben. Und Differenz ist eigentlich die Geschwindigkeit, die ich gefahren bin, minus die Zone. Und das sieht man hier, beim ersten ist also eine Differenz von 5,12 Kilometer. Der Matrix ist in einer separaten Tabelle und dann gehe ich rüber in der Tabelle und markiere die ganzen Spalten. Der Vorteil ist, wenn ich jetzt ich könnte auch natürlich auch so markieren, den Bereich. Der Vorteil ist, wenn ich jetzt die ganzen Spalten markiere, ist, ich kann hier weitere Differenzen und Strafgebühren und Punkte hinzufügen, ohne dass ich an der Formel was ändern muss. Wenn ich aber so einen Bereich markiere, dann müsste ich jedes Mal, wenn ich was hinzufüge, diesen Bereich neu markieren, um diese neuen hinzugefügten Elemente einzubeziehen. Okay, deswegen ist es immer sinnvoll, dass man den Matrix beim S-Verweis immer in einer separaten Tabelle darlegt und man markiert dann die gesamte Spalte. So ist es das ziemlich flexibel. Ja, man will die Formel nur einmal schreiben und das war's. Okay, jetzt, wo ist meine Strafgebühr? In welche Spalte? Meine Strafgebühren, gehen wir wieder zurück in der zweiten Tabelle, meine Strafgebühren sind in der zweiten Spalte. Ja, also hier ist die Differenz, die Strafgebühren sind in der zweiten Spalte. Deswegen schreibt man hier 2. Zum Bereich Verweis, gehe ich mal zurück. Zum Bereich Verweis. Jetzt hier ist die Frage: Kann es eine Geschwindigkeit zwischen 0 und 10 Kilometer liegen? Ja, zum Beispiel, ich könnte 5 Kilometer zu schnell fahren oder 7, ja, oder 10, oder 8 Kilometer. Ja? Und deswegen ist hier, schreibt man wahr. Wenn ich falsch schreiben täte, dann heißt es, dass ich könnte entweder nur 0 Kilometer zu schnell fahren oder nur 10 Kilometer oder nur 20 Kilometer. Ja, also das heißt, bei der 5,12, da würde gar nichts erscheinen, weil das entspricht nicht eins von den Punkten. Deswegen, bei solchen Fällen macht man wahr. Man muss sich immer fragen, kann die Geschwindigkeit oder diese Geschwindigkeitsdifferenz zwischen 0 und 10 liegen? Ja, in dem Fall haben wir ja eigentlich 5,12 und das liegt eigentlich zwischen 0 und 10 und deswegen in dem Fall macht man wahr. Okay? So, und da hat man dann die 0. Und jetzt könnte man dann die Formel nach unten ziehen und man hat dann die Strafen für alle diese Leute. Okay? Und das Ähnliche bei Punkte kann man machen. Jetzt machen wir es mal ohne Assistent. Also ist gleich, ist Verweis. Suchkriterium ist immer noch die Geschwindigkeit, also quasi
meine eigene Geschwindigkeit minus die Zone. Dann S verweist es in der separaten Tabelle. Meine Punkte sind jetzt in der dritten Spalte, also 3. Und hier auch wieder, der Bereichsverweis ist wieder wahr, weil, wie vorhin erklärt, ich könnte eine Geschwindigkeit zwischen 0 und 10 haben. Und deswegen hier. Ja, und deswegen auch hier wieder 0 Punkte. Und dann kann man das dann runterziehen. Ja, und man könnte mal so einen Fall überprüfen. Nehmen wir mal diesen. Der ist 128 in einer 100er Zone, also ist der 28 Kilometer zu schnell gefahren. 28 Kilometer würde zwischen 20 und 30 liegen, also müsste er eigentlich 90 Euro zahlen. Und das ist genau richtig, 90 Euro. Und wenn man schaut, ein Punkt. Und das ist dann auch genau richtig.